Wie oft, liebe Brüder und Schwestern, sagen wir, ja, ich habe es doch nur gut gemeint. Ja, ich will doch nur das Beste für meinen Mann, für meine Frau, Sohn, Tochter, für meine Eltern, Schwiegereltern. Wie oft sagen wir, warum können Sie das nicht annehmen? Warum können Sie das Gute nicht annehmen? Das ist ein Leiden, das wir sozusagen mit Jesus teilen. Und Jesus hat auch dieses Leiden gekannt. Johannes Evangelium steht gleich zu Anfang: Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Und heute spricht Jesus von dieser Schwierigkeit, in der wir stehen, und er möchte, dass wir mit dieser Schwierigkeit auch umgehen, dass wir mit dieser Schwierigkeit nicht nur sagen, ich kann damit leben, sondern damit wir dann auch die richtige Haltung für uns selbst einnehmen und im Frieden bleiben können. Jesus gibt ganz zum Schluss hier eine Erklärung und er sagt, sie werden das alles euch um meines Namens willen antun, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Das ist das Problem. Wenn jedermann Gott kennen würde, wenn jedermann Gott und seine Liebe, sein Erbarmen, seine Offenbarung kennen würde, dann würde man sagen, dann ist schon vieles, vieles leichter. Aber Gott allein kennen reicht auch noch nicht. Es gibt manche, die kennen Gott. Es gibt manche, die kennen die Gebote, Gesetze, Schriften, so wie die Pharisäer die Schriften gekannt haben. Und trotzdem, sie waren ja Gottes Eigentum, das Volk Israel. Und trotzdem wurde Jesus nicht von jedermann angenommen, obschon sie die gleichen Gebote, die gleichen Gesetze zusammen, gemeinsam hatten. Und so erleben wir es auch in der Kirche, so erleben wir es auch in unseren Familien, obschon wir ein großes gemeinsames Gut haben, eine große gemeinsame Wahrheit. Aber sie wird trotzdem nicht erkannt. Warum nicht? Weil sie nicht wirklich gelebt und nicht in die Praxis umgesetzt wird. Und jetzt kommt der Punkt, wo Jesus sagt, wenn ihr von der Welt stammen würde, würde die Welt euch als ihr Eigentum nehmen. Wenn ihr so denken würdet wie der Mainstream, so wie man allgemein denkt, also ganz soft, nur nicht zu, ich sag jetzt mal, fordernd sein, nur nicht zu, man sagt uns dann, extrem sein, oder nur nicht zu viel an die Fundamente, an die Basis gehen, wirklich an das, sage ich mal so, an das Wesentliche. Liebe Brüder und Schwestern, viele mögen nicht gestört werden in ihrem Lebensrhythmus und sagen sich für sich selbst, bewusst oder weniger bewusst, unbewusst, ich möchte so leben, wie ich es will. Der Kardinal Josef Sünens, vor Jahren, hat er einmal in einer Predigt oder, nein, es war nicht die Predigt, es war beim Friedensgruß gesagt, in Köckelberg, in Brüssel, große Basilika, großes Treffen, waren viele versammelt. Er hat gesagt, que la paix du Seigneur vous dérange, möge der Frieden Gottes euch unruhig machen. Was wollte er damit sagen? Er wollte sagen, wacht auf, seid euch bewusst, wem ihr gehört. Ihr gehört nicht der Welt. Liebe Brüder und Schwestern, wir Christen gehören nicht der Welt, die alles mit Likes oder Nicht-Likes bestätigt oder dann verwirft, ablehnt. Wenn die Welt euch hasst, dann deswegen, weil ihr zu mir gehört, weil sie auch mich schon gehasst haben. Eigentlich müssten wir sagen, ist das eine gute Sache. Im Grunde genommen werde ich durch diese Ablehnung von der Welt bestätigt, bekomme ich indirekt, vielleicht mit negativen Vorzeichen, eine Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Dies gesagt, sollten wir uns davor hüten, überheblich zu werden, dann anzuklagen oder stolz zu sein und sagen, ich bin der Gute, bei den Guten und so weiter. Nicht eine Elite, nicht dieses elitäre Denken, Brüder und Schwestern. In großer Demut und auch in Dankbarkeit
und dann auch für die beten, die uns ablehnen. Jesus hat gesagt, in einer Familie wird es auch diese Spaltung geben. Er hat davon gesprochen. Aber er hat nicht gesagt, er soll euch ärgern, er hat nicht gesagt, er soll euch selbst bemitleiden und so weiter und so fort. Er hat gesagt, segnet die, die euch verfluchen, liebt die, die euch hassen. Liebe Brüder und Schwestern, die Spannung ist sehr, sehr groß. Damit wir das tun können, ist es wichtig, dass wir wissen, wer wir sind. Ist es wichtig, dass wir wissen, wie anfangs gesagt, dass diese alten Reflexe, dieser alte Mensch, oh, ich will aber geliebt werden, ich will von jedem bestätigt werden, dass das gestorben ist, dass wir frei sind davon, von der Anerkennung oder Nicht-Anerkennung der Menschen. Allein unter dem Blick Jesu zu stehen, allein unter dem Blick Gottes zu stehen, darum geht es. Es geht nicht um Mehrheiten, um mehrheitliche Anerkennung. Tut mir leid, darum geht es nicht. So wie Maria. Sie hat gesagt zu dem Engel, Gott, sie hat zu Maria gesagt, auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Und liebe Brüder und Schwestern, bei Maria sein, mit Maria leben, uns mit Maria unter den Blick Gottes stellen. Und Gott hat immer auf diese Niedrigkeit Mariens geschaut und auch auf diese größte Erniedrigung Mariens, als sie am Kreuz ihres Sohnes stand und mit ihren Augen, mit ihrem Herzen zusehen und mitleiden musste, wie ihr Sohn, der ewige Sohn des Vaters, aber auch ihr Sohn, so schmerzlich, brutal getötet wurde. Aber ich wusste auch hier, schaut Gott auf die Erniedrigung seines Sohnes und auch auf die Erniedrigung seiner Magd. Liebe Brüder und Schwestern, unter diesen Blick wollen wir uns stellen. Und das ist der wahre Adelsschlag, erlaubt mir das einmal so zu sagen, der wahre Adelsschlag, der uns den richtigen Frieden des Herzens gibt. Und dieser Friede kommt von viel weiter her als dieser Friede von der Welt, den die Welt überhaupt nicht geben kann. So lasst uns jetzt uns unter den Blick Gottes stellen und uns freuen, dass wir von ihm geliebt sind. So wie im Kolosserbrief steht, ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Und dazu möge der Herr uns segnen und uns in seiner Liebe bewahren, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.